Besonders durch Schweißen und Schleifen wird die Luft in der Werkstatt belastet. In der alten Werkstatt hatte ich einen Abluftventilator wie diesen. In der neuen Werkstatt kann ich nicht einfach ein Loch in die Wand hauen. Durch ein ferngesteuertes Relay kann der Lüfter ein- und ausgeschaltet werden. Man kann vage erkennen, wie der Lüfter den Rauch nach draußen zieht.